Hallo ihr Lieben, ich möchte mich einmal an das zweifarbige Stempeln mich ausprobieren. Und da dachte ich mir, ich lasse euch einfach daran teilhaben, mache die Kamera an. Ich habe jetzt hier eine Conard-Schablone, da ist eine schöne Rose drauf. Die möchte ich einmal machen. Und zwar habe ich hier ein Rot für die Blüte. Und grün für die Blätter. Dann ziehe ich das ab, nehme die auf den Stempel auf und gebe sie mir auf den Tipp. Und wie ihr seht, die Neonfarbe, die trocknet so schnell, da muss die Steffi noch ein bisschen schneller werden. Klappt nämlich auch nicht immer bei mir. Wieder trocken machen. Wenn ihr dann sowas habt, wo jetzt quasi nur die Blüte drauf ist, gehe ich hin, nehme einen Buffer und buffer die Stelle wieder weg. Sollte man jetzt nicht, wer weiß, wie oft hintereinander machen, aber so ein, zwei Mal geht das. Dann werde ich das jetzt nochmal machen. Stempel ist sauber, ja. So. Ha. So sieht das aus. Eine rote Blüte und grüne Blätter. So, die immer sauber machen. Jetzt teste ich hier in der Mitte den Schmetterling. Was nehmen wir denn mal da? Nehmen wir den Schmetterling. Oder was nehmen wir? Ja, ich denke mal, wir nehmen. Machen wir die eine Seite lila, die andere Seite grün. Soll ja zusammenpassen. Zack. Und da haben wir den zweifarbigen Schmetterling drauf. Gucken, ob wir noch was haben, eine Kleinigkeit. Ich teste mal hier die Schleife, die kleine. Jetzt mache ich die Schablone sauber. Sonst geht es hinterher nämlich gar nicht mehr ab. So, den Stempel sauber machen. Wie machen wir die Schleife denn? Oh, mal gucken, ob das funktioniert. Das hat sogar funktioniert, jetzt ist der Stempel weg. Ha! Tatsächlich, da ist die Schleife. Ich finde das genial. Steffi, du hast auch ein bisschen was drauf. Das werde ich jetzt einmal versiegeln. Da hänge ich dann euch noch ein Bild hinten dran. Das war's zu den zweifarbigen Stempeln. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.